Jesus erklärt, die große Wiederbelebung kommt nach der Entrückung. 6. April 2015, Worte von Jesus an Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Jesus begann: Ich weiß, dass du Angst hast. Ich weiß, wie du dich fühlst. Es tut mir so leid, Herr. Für was? Für das Hinterfragen, dass es vielleicht nicht ich war, der mit dir über die Wiederbelebung gesprochen hat? Lass mich dein Herz beruhigen. Da wird es keine Wiederbelebung geben, bis ihr entrückt seid. Ja, dann wird die Wiederbelebung losbrechen, wie es niemals zuvor war, und ich werde meinen Geist ausgießen. Aber du hast gerade deinen Geist entfernt. Wie sollen meine Leute verwandelt werden ohne ihn? Steht es nicht geschrieben, dass er euch von euren Sünden überzeugt? Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Bezüglich dem Gericht, dass die Welt dabei ist, gerichtet zu werden. Johannes 16. Also siehst du, er wird gegenwärtig und an der Arbeit sein während der großen Wiederbelebung. Du siehst, meine Liebe, es braucht ihn für die Wiederbelebung, aber es wird tatsächlich oberflächlich sein, bis die Menschen gezwungen sind, selbst zu sehen, dass ihr Weg der Tod war, besonders meine Leute und deine Leute. Denn durch die Linie deiner Mutter wurde jüdisches Blut hinuntergereicht. Es wurde gut versteckt wegen der Verfolgung. Aber nichtsdestotrotz bist du eine Jüdin. Wirklich? Ja, wirklich. Und ich sage euch, viele haben jüdisches Blut und wissen es nicht. Aber ich habe dir gesagt, dass alle Menschen mich sehen werden, wie ich auf den Wolken des Himmels komme. Alle Menschen bedeutet alle Menschen. Es wird nicht verborgen sein. Nein, meine Absicht ist, meine Leute weinen zu sehen dafür, dass sie mich zurückgewiesen haben. Steht nicht geschrieben, dass alle Stämme der Erde trauern werden? Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen, und alle Geschlechter der Erde werden trauern, und sie werden den Menschensohn kommen sehen in den Wolken des Himmels, mit Kraft und großer Herrlichkeit. Das ist Matthäus 24,30. Herr, viele sagen dies über dein zweites Kommen. Und doch ist es wahr, dass die Kirche nach einem gewissen Punkt in der Offenbarung nicht mehr erwähnt wird. Aber in Offenbarung 1, wo Johannes die sieben Kirchen grüßt, heißt es: Und hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott und seinem Vater. Dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen, auch jene, die ihn durchbohrt haben. Und alle Geschlechter auf der Erde werden trauern. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, euer Gott, der da ist und war und kommt, der Allmächtige. Das ist Offenbarung 1, 6 bis 8. Und dieses Buch wurde in chronologischer Reihenfolge geschrieben. Es ist meine wohlüberlegte Absicht, dass mein Volk weiß, wer ich bin. Denn ohne dieses Wissen werden sie nicht in der Lage sein, ihre Sünden zu bereuen. Wenn sie mich sehen, werden sie bis ins Mark ihrer Knochen erschüttert sein, in ihrer Reue für ihre sündige Zurückweisung von mir.
Herr, du kennst die Kämpfe, die ich habe, mit der Reihenfolge der Ereignisse in Matthäus. Ich weiß, dass du die Reihenfolge der Dinge missverstehst. Der Tempel wird nicht erbaut werden, bis ihr gegangen seid. Claire, ich möchte, dass du darin ruhst. Man wird mich während der Entrückung sehen. Ich werde keinen Fuß auf die Erde setzen, aber sie werden mich sehen. Meine Leute werden trauern, weil sie mich abgelehnt haben. Sie werden zurückgelassen werden, während die Heiden in den Himmel genommen werden. Dann wird die Hölle losbrechen auf der Erde. Das wird der Anfang der Trübsalzeit sein. Ich versichere dir, dass Satan keine Zeit verschwenden wird, seine bösen Pläne umzusetzen und den Antichristen an die Macht zu bringen. Die Erde wird taumeln wie ein Betrunkener. Nicht nur wird der Beschleuniger die magnetische Ordnung der Erdpole durcheinander bringen. Es wird zwangsläufig die Planeten beeinflussen, zusammen mit dem Näherkommen von Nibiru und der Asteroide. Sagte ich nicht, dass die Hölle ausbrechen wird? Es ist beabsichtigt, dass all diese Dinge in unmittelbarer Abfolge geschehen. Das Urteil über diese Erde wird mit einer großen Intensität geschehen. So sehr ich sie auch liebe, die jüdischen Menschen sind definitiv nicht unschuldig in Sachen Gier und Manipulation. Das Urteil über sie wird einen zweifachen Zweck erfüllen. Einerseits, dass sie mich abgelehnt haben, und andererseits ihre Manipulation im geschäftlichen Bereich. Ihre leichtsinnige Hemmungslosigkeit gegenüber dem Bund, den ich mit ihnen geschlossen habe. Sie hätten für das Blut der Kreaturen dieser Welt verantwortlich sein sollen. Sie sind schuldig in dieser Sache, extrem schuldig. Dies ist ein weiterer Grund, warum sie hier bleiben für das Urteil. Sie müssen in jenem Bett schlafen, das sie selbst gemacht haben. Okay. Haben wir uns jetzt verstanden? Ich denke schon. Aber ich werde dies alles noch einmal durchlesen müssen. Du weißt, wie es ist mit mir. Ich kapiere es nicht sofort. Aber wenigstens begreifst du es dann, meine Liebe. Nun, ich schulde dir das, wie ich dir auch alles andere schulde. Es scheint, als ob es da kein besonderes Zeichen für die Entrückung gibt, außer das, was du mir gesagt hast über Miami. Miami ist nicht anders als der Zweite Weltkrieg, Kriege und Gerichte über Kriege. Aufgrund zunehmendem Wissen wird der verursachte Schaden weit größer, verwirrender und verheerender sein als jemals zuvor. Aus diesem Grund wird es eine Stunde sein, wo ich am wenigsten erwartet werde. Siehst du, mit all den Monden und Festen werde ich erwartet. Das sollte dich sofort alarmieren, dass es nicht an einem Festtag sein kann, da er mich dann erwartet. Steht es nicht geschrieben, dass ich dann kommen werde, wenn ich am wenigsten erwartet werde? Das war ein Hinweis. Okay, nun, das widerspricht dem, was Menschen sagen über das Kennen der Zeiten. Tut mir leid. O Herr, du allein bist der Herrscher. Ich werde tatsächlich Dinge zu festgelegten Zeiten tun, aber es war mir wichtig, die Entrückung davon auszuschließen. Warum schaust du also auf bestimmte Zeiten? Ich vermute, weil es Sinn macht. Genau,
und ich habe bereits gesagt, dass es keinen Sinn machen würde. Also entspann dich und hör auf, mich zu hinterfragen. Ich gab dir schon einen sehr verbindlichen Hinweis. Ruhe darin, Claire. Bitte streue keine Verwirrung. Halte dich daran fest, was ich dir vor Jahren gegeben habe. Hör auf, Vermutungen anzustellen, was am meisten Sinn machen würde. Ihr erschöpft euch alle selbst, um dieses Thema zu klären, indem ihr die Sterne und den Mond und die festgelegten Zeiten als eure Richtschnur nutzt. O Herr, du bist keine falsche Prophetin, ich mag es, wie du dich selbst nennst, meine Braut. Und vertraut der Bräutigam seiner Lady nicht seine Geheimnisse an? Komm hierher, meine Liebe, ich möchte dich küssen und festhalten und dich von deinem Widerwillen befreien. O, wann wirst du mir zu 100% vertrauen, meine Liebe? Nun, ich möchte, dass du dies noch einmal liest, sauge es tief ein, da wird es viele geben, die dir widersprechen betreffend dem, dass man mich während der Entrückung sieht. Lass dich nicht einschüchtern. Denk daran, du lebst, um mich zu erfreuen und nicht dafür, was die Gebildeteren und Intelligenteren denken. Kurz gesagt, verlass dich auf mich. Lass dich nicht lahmlegen, indem du die Schriften studierst. Ich erschuf dich nicht dafür, ein Gelehrter zu sein. Ich erschuf dich, um eine Geliebte zu sein. Das hätte dir schon vor langer Zeit klar sein sollen. Nun, ich liebe die Vorstellung, tief ins Bibelstudium einzutauchen, Herr. Etwas, worauf ich mich freue im Himmel ist, diese Dinge verstehen zu können. Ja, im Himmel wird es sicher sein, aber auf der Erde bläst das Wissen auf. Die Wohltätigkeit aber baut auf. Mit anderen Worten, du bist sicherer, wenn du klein, ungebildet und von mir abhängig bist, was Verständnis und Erkenntnis betrifft. Ich kann es dir langsam vermitteln, in so kleinen Dosierungen, dass es nicht messbar ist, nach menschlichem Maßstab. Das tiefste Verständnis der komplexesten Wahrheiten. Wohingegen du 30 Jahre Hebräisch und Aramäisch studieren könntest und immer noch nicht in der Lage wärst, es zu verstehen. Also vertraue mir, verlasse dich nicht auf dein eigenes Verständnis und ich werde die Wege deiner Erkenntnis lenken. Mein Segen ist auf dir und all meinen Bräuten, die den einfachen Weg der Liebe gewählt haben.